Verkleidete Teufel und Hexen feiern heute im Harz einen alten Brauch. In der Walpurgisnacht wollen sie symbolisch den Winter austreiben. Hexenfeuer, Umzüge und Theateraufführungen locken Jahr für Jahr Touristen in die Region. Benannt ist die Nacht nach der heiligen Walburga. Sie soll unter anderem Kranke geheilt haben und an einem 1. Mai heilig gesprochen worden sein. Und mein Kollege Janik Siechers, der ist für uns in Braunlage dabei. Janik, der wird ja schon von den Hexen kräftig gefeiert hinter dir. So ist es. Das ist ein großes Volksfest im Harz, was auch nicht nur hier in Braunlage gefeiert wird, sondern auch in mehr als anderen 20 Orten im Ost- und im Westharz, in Altenau, in Hahnenklee gibt es eine große Feier, in Schierke und in anderen Orten, in St. Andreasberg. Das ist eine ganz feste Größe im Jahreskalender hier in dem Mittelgebirge bei den frühsommerlichen Feiern. Das Feuer hat eine besondere Bedeutung, haben wir gerade schon ein bisschen was drüber gehört. Kannst du noch mal erklären, welche das genau ist? Naja, wir werden hier in dieser modernen Form der Walpurgis feiern, wenn es dunkel wird, sehr viele Feuerwerke erleben. Wir werden Lagerfeuer erleben, wir werden Lichtershows erleben. Das sind natürlich alles Reminiszenzen an den frühchristlichen oder vorchristlichen Brauch, eben ums Feuer zu tanzen, Feuer zu entzünden, die dunkle Jahreszeit zu verabschieden, den Sommer zu begrüßen, auch als Fruchtbarkeitsritual, aber vor allem eben um den Winter, die dunkle Jahreszeit, die bösen Geister zu vertreiben. All das spiegelt sich natürlich hier sozusagen als Amalgam in verschiedenen Brauchtumsformen in dieser Form der Walpurgisfeier wieder. Du sagst Amalgam, also wir haben auf der einen Seite die heilige Walburga, offensichtlich christlich, dann geht es auch um Hexen. Was ist denn das für ein Fest? Eher heidnisch oder christlich? Wie gesagt, da kommt ganz viel durcheinander. Da ist Vorchristliches, da ist Heidnisches dabei. Da ist aber auch Goethes Faust spielt eine große Rolle als großes Epos sozusagen des 19. Jahrhunderts, was sich hier widerspiegelt, was auch wichtig war, um diese Walpurgisfeiern wieder ins Bewusstsein zu bringen im späten 19. Jahrhundert, als man das erste Mal wieder Walpurgisfeiern auf den Brocken abgehalten hat. Und aber eben auch die Vorstellung von der heiligen Walpurga, obwohl das eher ein Zufall ist. Und das Christliche, naja, da muss man natürlich auch die unrühmliche Geschichte mit den Hexenverbrennungen und den Hexenverfolgungen im Mittelalter nennen. Denn das ist natürlich die Figur der Hexe, die aus der Sicht mancher Experten vielleicht auch etwas undifferenziert hier wegkommt bei den Walpurgisfeiern, weil man eben die Hexe so, weil man eher huldigt, aber dabei auch ganz gerne mal vergisst, so Experten, dass es eben eine sehr dunkle Geschichte eben gab im Mittelalter, wo Frauen, die angeblich mit dem Teufel im Bunde waren, eben verfolgt wurden und zum Teil eben auch auf Scheiterhaufen brennen mussten. Welche Bedeutung hat die Walpurgisnacht für den Tourismus? Einen sehr, sehr großen im modernen Harz, muss man sagen. Nachdem vor allem die Mauer gefallen war nach 89, gab es erste Walpurgisfeiern wieder auf dem Brocken. Und seither hat das Ganze noch mal so richtig an Fahrt gewonnen. Inzwischen, wie gesagt, mehr als 20 Orte im Oberharz. Ist ein wichtiger touristischer, auch Einnahmefaktor für den Oberharz und auch den Harzrand. Auch dem Südharz wird das gefeiert. Also, wenn wir das vergleichen mit der Wintersaison, Skisaison, dann ist auch hier im Frühsommer, im Ende des Frühjahrs, ist eben diese Walpurgisfeierei eine ganz, ganz wichtige touristische Attraktion, von der sehr, sehr viele auch sich attraktives Dasein versprechen. Noch ist es hell, aber wenn es dunkel wird, worauf freust du dich dann besonders? Dann wird es ja spannend. Das stimmt, dann geht's so richtig los. Dann gibt es hier ein großes Feuerwerk. Dann gibt es ein Faust-Bühnenspiel, wo nochmal wichtige Schlüsselszenen aus dem Faust hier auf der Seebühne zu sehen sein werden. Und um Mitternacht, das ist eine ganz schöne Tradition, zumindest hier in Braunlage, dann wird hier aus den Tausenden von Besucherkehlen gemeinsam der Mai ist gekommen gesungen. Das ist immer sehr stimmungsvoll. Nebel wird ja aufsteigen, Kunstnebel, Theaternebel. Und gemeinsam wird dann der Winter vertrieben 2023 und der Sommer begrüßt. Gemeinsam und dann sicherlich bis spät in die Nacht noch weiter gefeiert. Dann, Janik, viel Spaß dabei. Vielen Dank für dieses Interview. Okay.